Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen endlich wieder zum Stadionvlog. Ich hoffe, der Wind ist gerade nicht so laut. Mit dabei ist heute meine Schwester. Sag mal hallo. Hallo. Das ist die gute Franzi. Mit ihr hatten wir zweimal Glück. Das Glück. In Hannover gewonnen und gegen, wie war das denn? Sandhausen gewonnen. Und heute geht es gegen Regensburg. Vorzeichen sind eigentlich ganz gut, aber das kann Schalke nicht so gut. Also wir gucken mal, was das heute gibt. Endlich wieder Stadion. Nach zwei Monaten. Attacke. So, hier gerade schön am Berger Feld. Grüße an Özil, Draxler und Co. Also, kurz nochmal zu unseren Tipps. Ich habe ja schon 2-0 gesagt. Was sagst du? Ich tippe 3-1 für Schalke. Oh, also wir sind verhalten optimistisch. Ich hoffe wirklich, wir werden nicht enttäuscht. Hier ist erstmal, wow, die schöne Arena. Traumhaft. Ist jetzt, der war letztes Mal gar nicht da. Da war er ja krank. Malik schauen auf der Bank, etwas überraschend, der Rest sicherlich zu erwarten. Pieringer wieder, Bülter nicht. Damit wird das was. Geiler Platz. Das wird gut. Es beginnt. Da ist der Mann, der vorne weggeht. Die 30 Martin! Reise! Und die Nummer 1, zweiter Mann heute wieder. Gast aus Regensburg, Martin Wahn, die Torhüter Alexander Meyer und Thorsten Hirschbaum. Seid ihr bereit? Können wir loslegen, oder? Holen wir raus! Hier ist unser Mann!
genug. Große Glück gebracht, tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der FC Schalke als Untergehen. Die Mannschaft des FC Schalke. Nun im Tor beginnt die 30 Martin. Weisel. Die 2 Thomas. Owen. Die 3 Koro. Itakura. Kaminski! Die 36 Blendi! Idrissi! Die 1 Ralf! Werner! Die 5 Marius! Lade! Mit der 7 Danko! Schulino! Mit der 11 Marius! Hülter! Mit der 17 Flori! Flink! Und die 18 Mark! Schwartkowski! Und die 27 Reini! Ramke! Und die 31 Mannig! Schau! Und die 39 Jarosław! Michailo! Cheftrainer Dimitrios Slavazzi Höcke, bitte Glück auf! Kaputt, der neue Mann. Achte Spielminute, ein verletzungsbedingter Wechsel direkt zu Beginn hier. Gute Besserung an unsere 18, Andreas Winterheim. Hat die 16, aber egal. Und hier ist noch für die 27, Reini. Rampel! Komm! Geh doch hoch! Ich habe gar keinen mehr für rechts. Meine Güte. Mit. Schön, komm! Ah. Ja? Ja? Oh, schon! Komm, schieß! Schieß! Oh!
sehr wilde Anfangsphase. Letzte Minuten waren schon wieder besser. Wir kommen und machen gleich das Tor. Oh, Junge, ja, lass ihn schießen, ist doch kein Problem. Meine Fresse, normal. Scheiße, und dann noch so ein Runterschuss. Aber wieder frei schießen lassen. Einfach dumm. Einfach dumm. Was hast du denn das? Komm! Jawohl! Das ist endlich mal wieder ein guter Eckball, ey. Ich hab ewig nicht mehr gesehen. Was war denn jetzt schon wieder? Wollen wir dann mal, oder? Warum habt ihr alle mal das Kleine ausgezogen? Ja, oh Mann! Was? Hallo! Mach dich doch nicht lächerlich! Der rutscht da weg und kriegt einen Freistoß! Idiot! Ich hoffe, man hört sich. Also nach vorne geht herzlich wenig. Wir lassen jetzt auch nicht mega viele schon zu, aber noch sind einfach nur scheiße. Warum man zur Pause pfeifen muss, habe ich schon gegen Sandhausen was, glaube ich, nicht verstanden. Aber gut, für den Schiri kann man pfeifen. Trotzdem nimmt er einfach nach vorne scheiße. Ich bin mal gespannt, wann Timmy wechseln wird. Wird langsam Zeit für Güter. Gucken wir mal. Die Mannschaft soll jetzt 41 Minuten. Hier ist unser Team Schalke. 0-4. Attacke jetzt. Komm, er wechselt nämlich nicht. Komm, er wechselt nämlich nicht. Freischuss für uns, das ist ja Wahnsinn.
So, jetzt direkt schön 1-1 Attacke. Komm, Junge. Nächster Wechsel, danke an die 10, Rodrigo. Für ihn neu jetzt auf dem Feld mit der 7, Darko. Und noch ein dritter Wechsel. Danke an die 26, Salif. Für ihn jetzt neu auf dem Sattgrün, die 33, Malik. Komm, komm! Bescheuert! Geh nach Hause! Fahr doch nach Regensburg! Scheiß Schiri! Verkommen, jetzt Tempo! Egal! Komm! Komm, Junge! Komm! 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 Attacke! Komm!
Aber mehr war weniger. Komm, jetzt war ein guter Eckball hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Meine Fresse! Jawohl, gut, gut!
Er hat die Pfeife im Mund. Ja, jawohl! Jawohl! Ja! Jawohl! Ganz wichtiges Ding. Ganz wichtiges Ding. Das Spiel ist aus. Oh, Junge. Nicht schön, aber sieh. Scheißegal. Scheißegal. 2! Moment. Schalke 2! Ja, Regensburg 0! Bitte! Auf! Ihr seid spitze! Vielen Dank! La 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 la! La la la! Deutscher Meister und wir holen den Pokal. Schön. Auf Schalke. Ich habe es ja gesagt, mit dir sind es immer wieder skurrile Spiele. Es war eine schlechte erste Hälfte. Ja, was heißt verdientes 0-1? Denke ich, war defensiv auch nicht wirklich viel los, aber wir waren auch trotzdem nicht geil. Wir waren auch in der zweiten Hälfte nicht gut, aber wir haben die Tore gemacht. Die Wut gegen den Schiri hat sich irgendwann umgebeutelt in Motivation fürs Team. Das war ganz geil ab der 60. Minute ungefähr. Wilde Wechsel auch irgendwie, der eine aus, der eine wieder rein und so. Ach, scheißegal. Wir haben den Sieg, nicht schön, aber wir haben den Sieg. Das ist die Hauptsache. Vor allen Dingen aufgrund der Tabelle oder der Situation da oben. Wichtiges Ding, 3 Punkte im Kasten. Und dann geht es nächste Woche nach wo geht's denn hin? Nach Düsseldorf, genau. Da werden dann natürlich die nächsten 3 Punkte geholt. Also wichtiger Sieg, nicht schön, aber erfolgreich. Darum ging es heute. Und dann war es somit heute das mit dem ersten Stadionvlog in diesem Jahr. Nach 2 Monaten nenne ich mal wieder eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.